Hey, heute erkläre ich euch die Archon-Schmiede. Diese erreicht ihr über den Burgfried des Archons in der Patrouille auf den verseuchten Landen. Und zwar könnt ihr dort Siever-Opfer präsentieren, so nennt sich das. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wie man diese farmt. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Da gibt es drei verschiedene. Einmal ein grünes, das ist das fusionierte Siever-Opfer. Dann ein blaues, das ist das verbesserte Siever-Opfer. Und einmal ein lilanes, das ist das perfektionierte Siever-Opfer. Also legendär, selten und ungewöhnlich. Die Lichtlevel hierfür sind einmal 320 für das grüne, 340 für das blaue und 360 für das lilane. Ihr müsst die oben in der Archon-Schmiede einsetzen und dadurch tauchen verschiedene Bosse auf. In der Beschreibung der jeweiligen Siever-Opfer seht ihr, welchen Gegner ihr damit ruft. Anhand der Farbe könnt ihr das aber auch sehen. Genau, wenn ihr die Gegner gerufen habt, dann müsst ihr erstmal in der Mitte den Siever-Knoten zerschießen, damit das Ganze beginnt. Danach müsst ihr erstmal jede Menge Gefallene und Spleißer und Sevitoren und alles an Adds, was da kommt, töten. Und daraufhin kommt dann ein Boss, wenn ihr das zu 100% geschafft habt. Danach kommt immer ein Boss. Der Boss richtet sich, wie gesagt, je nachdem, was für ein Siever-Opfer ihr eingesetzt habt. Mittendrin könnt ihr auch noch weitere Siever-Knoten überall in der Arena kaputt schießen. Wenn ihr das macht, zwischendurch wird dann euer Wert getestet und wenn dieser positiv ist, dann öffnet sich eine dieser Kuppeln und da ist auch ein Siever-Knoten drin. Wenn ihr den kaputt schießt, öffnet sich auf der anderen Seite immer eine Kuppel und da kommen dann Äxte raus. Genau, das so bekommt ihr nämlich die Äxte, indem ihr die Gunst dort erlangt. Und die könnt ihr nur erlangen, wenn ihr diese Siever-Knoten kaputt schießt. Die Äxte sind auf jeden Fall wichtig und wertvoll für den Bosskampf, besonders bei den perfektionierten Siever-Opfern. Wenn ihr das Ganze geschafft habt, habt ihr das öffentliche Event abgeschlossen. Das zählt tatsächlich auch als öffentliches Event und ihr haltet unabhängig davon, wer das Siever-Opfer präsentiert hat, auch Loot. Der Loot kann mal besser, mal schlechter sein. Bei den Perfektionierten ist der Loot natürlich am besten und ihr erhaltet mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit legendäre Sachen. Gut, wenn ihr noch Fragen zu der Archon-Schmiede habt, ab in die Kommentare damit und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!